Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles auf den Savage Wilds. Und weiter geht unsere Bauarbeit an unserem Hauptgebäude, ne? An unserer privaten Residenz. So, nachdem wir uns ein bisschen was an Eisenverstärkung geholt hatten, 8 Stück, müssen wir mal gucken, ob die reichen. Ich hoffe mal, dass es von der Anzahl aus schon passend ist. Wir können mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ne? Zweier Breite müsste theoretisch nach Adam Riese genau reichen. So, mal gucken, ob wir da recht haben. So, dann brauchen wir erstmal die Eckteile. Die hier. Gucken, dass wir es richtig drehen. Ja, das passt schon mal. Das passt. Das passt. Und das passt. So, das gleiche dann hier nochmal mit den normalen Flachen. Ja. Steht ein bisschen merkwürdig über, wenn wir ehrlich sind, aber naja. Geht leider nicht anders, ne? Anders kriegt man es halt leider nicht hin. Ja. Dass wir hier noch schnell eins reingedrückt kriegen. So, dann haben wir hier einen kleinen überdachten Bereich. Glaube ich, die beste Alternative oder der beste Kompromiss, den wir hier noch finden konnten. Das denke ich ganz gut. Schade, dass es nicht auch so einen Durchgang dafür einfach gibt. Ne? Wäre auch nochmal cool gewesen. Wenn wir hier so einen leichten Durchgang davon gehabt hätten. Boah, aber passt, denke ich. Boah, dann haben wir das Wichtigste erstmal, ne? Müssen wir mal unten gucken. Wie gesagt, einen Balkon wollten wir eigentlich noch dran bauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da mit den Säulen zurechtkommen. Ja, wenn wir sagen, wir bauen da nochmal einen Balkon dran. Dann müssen wir hier natürlich nochmal eine Säulenkonstruktion bauen. Damit wären natürlich die Fenster ein bisschen obsolet, ne? Hm. Damit werden leider die Fenster ein wenig überflüssig. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, dann hätten wir einen kleinen Balkon. Oh. Hat leider auch wieder ein bisschen dolle hoch, ne? Oh, kann man halt auch wieder nicht so wirklich ändern. Kann man leider nicht so wirklich ändern. Ja, ich meine, gut, die Fenster können wir theoretisch trotzdem da lassen, ne? Oder? Ja, sind, glaube ich, wirklich ein bisschen überflüssig. Ich glaube, die sind leider Gottes doch ein bisschen überflüssig hier hinten. Dann nutzen wir die Wände lieber, um da zum Beispiel eine Fackel reinzupacken, ne? Das passt dann, glaube ich, eher. Oh, dann müssen wir bloß nochmal nach oben. Dann müssen wir hier unten natürlich auch nochmal ein Geländer dran setzen. Beziehungsweise das hier natürlich entfernen. Ja, machen wir hier nochmal vernünftig Geländer dran. So, einwandfrei. So. Man hätte natürlich auch hier überlegen können, hier auch nochmal Überdachung zu setzen. Hm? Braucht man natürlich wieder Eisenteile. Bräuchten wir jetzt 3 Stück theoretisch. Ich glaube, da holen wir uns mal nochmal 3 Eisenteile. Setzen wir hier oben auch nochmal eine Überdachung dran. Ja. Dann sieht das ein bisschen einheitlicher aus. Ist zwar dann wieder ein bisschen kompakter, ne? Weil halt, wie gesagt, oben das Dach nochmal drauf kommt. Aber ich denke mal, es ist okay. So, oh, hatten wir sogar 1:4, sehe ich gerade, ne? Haben wir uns einmal verzählt anscheinend in der letzten Folge. So, 3x Eisenverstärkungen. Dann wollen wir mal. Ja. Wir wohnen sozusagen im höchsten Punkt der Stadt. Wo wir alles überschauen können. Ist alles so richtig? Ja, ne? Sieht richtig aus. Ja. Auf nach oben. Dann noch die Markisen dran. Und dann haben wir es hier auch. So, Eckteile. Ich glaube, die stehen ein bisschen über, ne? Wenn ich das richtig sehe.
glaube, die passen nicht ganz. Ah, ich glaube, die stehen außen ein bisschen über. Das ist natürlich ein klein bisschen uncool. Nee, die stehen wirklich über. Anderthalb Höhe stehen die über. Tja. Das ist jetzt die Sache. Entweder wir machen das Gebäude insgesamt noch mal ein bisschen höher. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Deckenhöhe. Müssen wir, glaube ich, fast machen, ne? Sonst wird das nichts. Müssen wir jetzt überall noch mal was draufsetzen. Klettern wir mal fix nach oben. Weil dann passt es auch hier mit dem Balkon wieder. Hier noch mal ein bisschen variieren. Oh, dann mal gucken. Muss hier alles noch mal weg. Das hier muss noch weg. Das muss 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 weg. Gut, dass es relativ schnell behoben ist. Ja, das hier noch, das hier noch, das hier noch, das hier noch. Und die hier müssen noch weg. So, dann müssen wir erstmal bloß weiterbauen. So, dann brauchen wir wieder die hier, ne? Müssen wir überall einfach nur noch mal eins draufsetzen. Hm? Okay, das ist jetzt fies. Das jetzt nicht geht. Das ist jetzt natürlich ziemlich uncool. Naja, wenigstens kriegen wir die Teile wieder. Das ist ein bisschen uncool, dass wir das jetzt nicht einfach da dran, dran setzen konnten. So, dann wollen wir mal gucken. So, dann überlegen wir mal. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Eckteile, ne? So, ich meine, gut, die Dinger können wir zur Not schon mal dran setzen. Da hat sich ja jetzt nicht so viel geändert. Ja. Und so, dann passt es wieder. Und jetzt müssen wir erst das Dach draufsetzen. So, einmal hier. Einmal da hinten. Und einmal hier. Und einmal hier. Ja, theoretisch ist es fast egal. Ne? Theoretisch ist es fast egal. Wo wir das jetzt hier bauen. Hat jetzt leider Gottes eine sehr, sehr hohe Deckenhöhe. Gucken, dass wir hier irgendwie drüber kommen. Aufpassen, dass wir hier nicht runterstürzen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen tödlich gerade. Ja. Haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass die Räume wieder sehr, sehr hoch werden hier, ne? Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen tricksen können. Ja. Hier noch einmal. Ja, muss mal gleich mal gucken, wie wir das hier am besten gelöst kriegen. Oh, hier geht's schon mal. Okay. Hier können wir es eigentlich nur ganz normal zubauen. Hier ist eh nichts weiter drunter. Ne? So, hier müssen wir mal gucken, wie wir es hier am besten machen. Und hier brauchen wir wieder die Eckteile. Ja. Dann haben wir auch nicht das Problem mit den Betten. Ne?
Dann egal welches Bett wir uns da aussuchen, zum Beispiel das rote mit der Seide. Da sind die Bettpfosten dann nicht zu hoch. Das passt dann auf jeden Fall. So, dann Dachabschluss drauf. Das hat jetzt schon fast eine Schande, ne? Hier ist jetzt so eine hohe Decke drin, dass man halt schon fast sagen könnte, man kann auch hier wieder nochmal was draufbauen. Noch ein Zimmer oder so. Das ist schon fast eine Schande. Das ist schon wieder ein bisschen ärgerlich gerade. Dass wir hier mal schnell hochklettern. Ja, auch wieder alles dicht machen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann brauchen wir wieder die Abschlüsse, die hier. Achso, hier fehlen noch. Hier fehlen noch Abschussteile. So, jetzt aber. So, dann haben wir's. Letzte Deckenteil ist drinnen. Ja. Jetzt leider Gottes wieder, wie gesagt, ein bisschen höher geworden, aber es ist okay. Dafür haben wir eine schöne Decke oben, ne? Schön mit Verzierung, schön wieder ein bisschen abgerundet. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier haben wir jetzt auch eine vernünftige Überdachung drüber auf dem Balkon. Dass wir von hier aus runter gucken können, auch bis zum Pool. Das denke ich okay. Wie gesagt, ins Dach müssen wir nicht unbedingt noch was reinbauen. Wie gesagt, ich würde mir halt irgendwie nochmal etwas abgeflachtere Dächer wünschen. Ne? Wie gesagt, in Mods gibt es sowas halt schon. Die sind ein bisschen flacher, dass man nicht so ein extremes Spitzdach bekommt. Dann hätte man nämlich bloß eine Höhe gebraucht. Hätten wir uns eine quasi sparen können. Das sind alles so Teile, die fehlen irgendwie noch. Und zwar dringend, wenn man hier vernünftig bauen könnte. So, dann haben wir das aber auf jeden Fall schon mal. Ja. So, dann würde ich sagen, unten der Eingangsbereich noch, ne? Also hier könnte man jetzt auch überlegen, ob wir sagen, wir machen das hier noch zu. Könnte man theoretisch auch machen. Jetzt hier sagen, Treppen. Ja, hier oben können wir dann theoretisch auch noch dicht machen. So, muss mal gucken, wie rum. Wie rum, ne? Nett. Was hier? Nee, doch das andere. So rum, ja. So rum wird ein Schuh draus. So, und dann haben wir's. Ist okay, ne? Ist ein guter Kompromiss. So, hier oben könnten wir theoretisch noch ein bisschen variieren. Das müsste theoretisch nicht so bleiben. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas haben, was hier passt. Wir hatten doch hier noch so ein paar Abschlüsse irgendwo. Das würde theoretisch auch gehen. So ein Bogen drin. Ist auch okay, denke ich. Ne? Sieht ein bisschen besser aus als das, was wir vorher hatten. Die Deckenhöhe ist nicht mehr ganz so übertrieben hoch. Das passt, denke ich, ganz gut. Ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Gut. Können wir hier zur Not nochmal ein paar Fackeln hinhängen? Dann haben wir es hier auch schon. Haben wir doch überall ein bisschen was getrickst gekriegt.
So. Dann bleibt nur noch der Außenbereich, ne? So. Hier würde ich fast sagen, hier nehmen wir ruhig die mit Holz. Das passt, denke ich, ganz gut. Die sehen sich ein bisschen ähnlich, ne? Auch von den Marmorsockeln her. Oh, das war schon eins zu viel. Theoretisch könnte man selbst in diese Ecke hier noch ausweiten. Kann theoretisch auch noch machen. Dann haben wir hier nicht so eine krasse Abbruchkante irgendwie. Vielleicht wirklich eine Überlegung. Mal sagen, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen in die Richtung. Gucken, dass wir die Höhe richtig hinkriegen hier. Hier einen richtig schönen großen Terrassenbereich. Ja, und dann schließt es auch hier direkt mit dem Erdhügel ab. Hier müssen wir ein bisschen tricksen. Da setzen wir einfach mal die Wiesen rein und schon passt es wieder. Ne? Einwandfrei. So, nach hinten raus. Ehrlich gesagt auch ein bisschen überlegen, ob wir bis ranbauen sollen. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ne? Ach, mach ich mal. Ja. Den einen Baum können wir ja theoretisch ja lassen. Ich denke mal nicht, dass der großartig stört. Hm. Aber interessant, dass wir hier nicht reinbauen können, ne? Dann muss man hier auch wieder tricksen. Muss man hier wieder Fliesen dran setzen. So, das ist einheitlich. Gut. Dann haben wir einen Abschluss hier hinten nochmal mit einem kleinen Rundgang. Hm? Wie gesagt, die Rückwand sieht zwar nicht gerade mega gut aus, weil wir halt absolut keine Fenster drin haben. Aber anders würde es halt nicht gehen. Das Einzige, was ich natürlich eigentlich gerne noch machen würde, das Ganze eigentlich gerne noch einzäunen. Ne? Das wäre vielleicht noch mal eine Überlegung. Hm. Andererseits, hier wäre der Zaun sowieso in der Dreck, im Dreck drin. Würde also eh nicht funktionieren. Ja, kann man theoretisch auch erstmal so lassen. So, wichtig ist, dass wir hier nochmal einen Zaun setzen. Und hier ist es tatsächlich mehr oder weniger notwendig. Ja. Ah. Mal das abgeschirmt. Ja. Wäre halt cool, wenn man hier irgendwie so eine Art Torbogen noch bauen könnte. Ne? Der auch hier so ein bisschen aus den Zäunen besteht. Das würde ich mir eigentlich noch wünschen. Das wäre nochmal nur so eine Sache, die würde ich echt fühlen. Hm. Könnte natürlich auch, um hier eine kleine Überdachung zu schaffen. Und das Problem ist, dann ist der Balkon wieder ein bisschen obsolet. Ah, ich denke mal, es passt erstmal so. Ist erstmal soweit okay. Ja, dann haben wir hier den Aufgang. Einzige, was wir vielleicht nochmal überlegen könnten. Auch hier nochmal entsprechend. Ja. Das noch mit reinzubauen. Einfach, damit es optisch ein bisschen ansprechender aussieht.
Das schmilzt ja zum Glück relativ gut miteinander, die Bauteile. Na gut, andererseits wäre es hier vielleicht sinnvoller gewesen. Wartet mal, das machen wir, glaube ich, mal anders. Wir testen das mal. Vielleicht ein bisschen sinnvoller, wenn wir die Dinger nehmen, ne? Das fällt, glaube ich, nicht so doll auf. Weil es auch Marmor ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, das so zu bauen. Glaube ich, ein bisschen ansprechender aus. Ist es optisch ein bisschen einheitlicher. Ist halt auch schade, dass man halt keine Geländer für die Treppen hat hier, ne? Gibt's leider auch nur für Mods. Dass man halt aus den Zäunen jetzt hier so ein schräges Teil hat, das man hier dran setzen könnte. Dass die Sachen wieder zueinander passen. Es hat so viele Bauteile, die noch fehlen irgendwie, um das Ganze in ein einheitliches Erscheinungsbild zu kriegen. Echt schade. Aber ich denke mal, es passt soweit erstmal. Haben wir schon mal gut was geschafft hier. So, den großen Baum, wie gesagt, können wir natürlich eh nichts mit anfangen. Den werden wir mal so lassen, wie er ist. Haben wir noch ein bisschen was Grünes hier in der Stadt drinne. Und dann könnte man theoretisch demnächst mal umräumen, ne? Alles, was wir jetzt ein bisschen im ehemaligen Herrenhaus noch drin haben, sprich unser Bett und alles, können wir dann in der nächsten Folge dann mal rüberräumen in unser Hauptgebäude. Und dann werden wir da natürlich dann schon mal gucken, ob wir da schon was austauschen können oder ob wir, wie gesagt, erstmal nur umräumen. Ein Gebäude ins andere Gebäude und da dann ein bisschen planen. Wieder fleißig Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Conan Exorcist and Savage Rites. Sehen wir uns da und ciao.